Oder soll ich in der Mitte so einen Cover-Schacht machen? Das sieht auch ein bisschen blöd aus, ne? Lass ich mich mal überraschen, wie ich das da mache, weil ich muss ja noch einmal moven. Und dann muss ich das mal schauen. Muss ich mal den Baubeutel, den Feeder, den werde ich mal eiskalt hier hinsetzen. Und dann machen wir auch Kabel. Ich hole gleich Cover. Ich cover das ab. Dann mache ich das nämlich hier neben. So. Jetzt muss ich hier wieder den Harbor Mode anschalten. Habe ich noch ein paar von denen? Ja, muss ich ein paar holen. Das werden die zweite Etage gehen. Zack. Mach wieder Harbor Mode aus. Da ist ein bisschen. Da ist irgendwas tot. Leckt das jetzt gerade so? Ich habe noch 15 FPS, weil. Keine Ahnung. Bedenkt, ich mache diese Folgen 10 bis 12, 13 Minuten lang. Das liegt daran, da ich jetzt wirklich immer 2 Tage die Folgen am Tag raushaue und ich in dem Sinne sozusagen mehr produzieren müsste. Jetzt werden wir dieses Projekt, der Bock drauf haben, da wir es immer Modpacks, das ist wirklich so eine geile Sache zu zocken. Warte mal, eben konzentrieren. Hat ich den jetzt vor das Fenster oder nach das Fenster gelegt? 2 Blöcke hinter dem Fenster. 1, 2. Überlegen wir. 1, 2, da müsste es sein, ne? Muss ich mal. So drin? Ja. Ich glaube, so ist es sogar richtig. Moving Lloyds. Das sind moving die Ding weg. So. Also Thema zurück. Warum 2 Tage, beziehungsweise warum 2 Folgen an einem Tag? Ich glaube, weil wir extrem viel Bock auf dieses Modpack haben. Centus hat ja zum Beispiel, Botania hat er ja bei sich drin. Jetzt bin ich überlegen, dass ich die. Warte mal. Ich möchte nur was ausprobieren. Da rein. Sieht extrem viel Kabelkosten, aber. Sieht nachher ein bisschen schön aus. Wir haben extrem viel Bock. Zentrum macht der Botania. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein Haus gemeinsam machen. Was natürlich total wieder ausgeartet ist, da wir viel bauen wollen. Manchmal in diesem Haus nicht wissen, wo was hin soll. Und man sieht, es ist noch nicht fertig. Da ich ja das Haus angefangen zu bauen und überlegt habe, was kannst du machen, wo willst du das hin machen? Sollen wir das so machen? Keine Ahnung. Da habe ich gesagt, okay, macht euer eigenes Haus. Wir schmeißen diesen Plan weg, wir werden dieses Haus noch immer so machen, dass das ein komplettes Haus ist, wo das ME drin ist für alle gemeinsam. Natürlich hat jeder seine eigenen Kisten, wo er ein bisschen eigenes Stuff drin hat, aber hier wird alles dieses hauptsächlich drin sein, dass da die ganzen Maschinen drin sind. Und jeder sich so nachher seinen Mod, den er sich ausgesucht hat, weiter ausprobiert. Ich bleibe halt so Technikzeug, will viel automatisieren, viel zeigen wieder bei neuen Mods, weil die halt sich viel verändert haben. Jeden Mod einmal anschlagen, das heißt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier, was haben wir? Forest, wir haben wir wie immer drin. Mindfactory Loaded haben wir viel drin. Ne? Das ist halt mit den Harvester, mit den Blendern. Computercraft wird diesmal viel drin sein. Versuche ich halt mit Bendel Cable, dass halt ein komplettes System von Computern hier entstehen wird. Und halt noch Smeltree Sachen. Earthborner, was kann man, wie kann man was machen? Wie kann man sich Material, Glowstone, Redstone, einfacher beschaffen über Mobs? Anstatt zu farmen oder Queries aufzustellen oder hier hin zu gehen. Das machen wir zum Beispiel mit Witches. Da können wir Glowstone noch abfarmen. Wir können durch das recycelte Zeug Glowstone abfarmen. Da können wir auch Erze rausziehen und das ist halt, was wir halt versuchen wollen zu machen. So, aber nicht lange rum. Wir müssen natürlich noch weitermachen. So, jetzt muss ich. Oh mein Gott, ich habe den Harbor-Mod vergessen. Eine Etage noch runter. Jetzt muss ich erstmal Fackeln hier unten auslegen. Boah, dieses Zeug, ne? Nicht wundern, dass es jetzt hier, wie gesagt, nicht dunkel wird. Das liegt daran, da wir immer, wenn alle den Server verlassen, die Einstellungen so machen, dass es immer nachmittags bleibt. Und da ich jetzt eigentlich nur so einen Bau vorgemacht habe, keinen Bock immer zu pennen und euch hier es auch erleichtern möchte, ein bisschen mehr Stuff in dieser Folge reinzubringen, wollte ich das halt so ausprobieren. So, was ich hier gerade bin, wo ich gerade bin, sind Autoschüsseln. Die sind neu gekommen bei Schüssel 2. Die funktionieren ganz einfach. Packt unten einen Schüssel rein. Ich habe zum Beispiel Obsidian-Schüssel gemacht, da wir
viel Obsidian haben oder viel produzieren können, statt Diamantschiffe zu nehmen oder diese Standard-Eisendinger. Habe Updates hier reingepackt. Ein Speed-Update, was halt stackweise macht. Also ein Auto-Upgrade, dass wir alles automatisieren können oder zumindest den größten Teil. Und Stack-Upgrade. Das macht nicht nur eins, sondern halt stackweise. Und das Speed-Upgrade macht statt, keine Ahnung, bisschen oder einen nach dem anderen ein Stack, sondern wirklich haut das dann Ding. Ich habe keine Steine mehr. Oh mein Gott. Dann kann ich es euch gleich direkt zeigen. Wo auch immer diese Steine hingekommen sind. Ich muss das Glas hier natürlich austauschen gegen den Bug, den ich haben möchte. Da hat sich jemand bedient. Ich würde jetzt auch nicht lügen, wer, oder ich wüsste auch sogar wer. Schöne Grüße an Sendos, der wieder hier ein bisschen sich bedient hatte und nicht nachgefüllt hat. Da ich mit diesen Steinen sehr viel mache, müssen wir mal gucken. Haben wir noch Stone? Ich glaube, da haben wir, wurde was gebrannt. 14k, ja. Ich hätte auch. Ich kann eigentlich den Baubeutel nehmen. Der ist ja groß. Stone. So, kann man hier Stone 1 eingeben hier oder so? Kann man hier so. Ne, kann man nicht. Ist so blöd. Weil wir viel an Stone haben, sehe ich gerade. Das kann doch nicht mal Cleanstone eingeben. Ich bei Cobblestone. Das ist Cobblestone ein. Aus der Massenweise von. Und man hört es auch immer, dass ich klicke. Das liegt daran, keinen Bock habe, dieses Klicken rauszunehmen. Weil mein Mikrofon auch sehr empfindlich ist. Und es ist ein bisschen blöd immer. So, jetzt sehen wir das. Die geile Funktion, man sieht das jetzt schlecht wegen diesem Kabel hier. Aber der hackt sozusagen die Sachen für uns. In der Zeit, wo wir arbeiten können. Da ich diesen Stein aber brauche, müssen wir natürlich im Moment warten. Aber wir können ein paar Cover machen. Ich habe, glaube ich, noch. Können wir uns einen Stack hier rausnehmen? Jetzt mal so. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo Cover? Ne, das sind die Eisencover. Das sind für die Tanks, für die. Für unten. Das soll ja nach für unten sein, für die Tanks, wo alles reinkommt. Wo haben wir denn noch so eine See? Aber ich wollte gerade sagen, stütze ich ab. Kann aber, wir nehmen mal einen Stack hier. Das sollte reichen, so. Nehmen wir noch ein paar. Ich hätte. Oh nein, wir haben keine Säge mehr. Haben wir eine Saw? Nee. Da brauchen wir diese komischen. Obwohl, ich gebe das nicht so ein, da ich das sowieso nicht finden werde. Mache ich mir mal eine Saw. Und was haben wir denn für eine? Eine Gold. Eine Patrouille. Ja, wir nehmen hier so eine. Nein, wir können jetzt so eine Saphir Stone. So, dann machen wir gleich mal zwei. Dann legen wir mal eine hier rein. Gab es nicht so, ich weiß nicht, woher die sind. Ich gebe mal Wood ein. Vielleicht finde ich das sogar über Wood. Natürlich haben wir natürlich viel. Greycraft, den wollte ich auch noch versuchen. Mich da reinzusteigen. Dann hier dieses Wood Label, war das das? Na, da, dieses Tool-Ding hier. Da brauchen wir halt. Okay, brauchen wir solche Dinge. Slabs und ein Eisen in der Mitte haben wir noch. Ich gebe mir jetzt Slab ein. Wir haben, was, wir haben Marvel Slabs. Wir haben. Okay, wir haben Slab. Doch, da haben wir welche. So. Dann haben wir Iron. Fast 10.000. So, da haben wir uns Boosting. Da können wir uns. Ding hier oben hinhängen. Ist die? Ach man, wirklich? Das ist natürlich blöd. Das kann man sich jetzt da so schön hinhängen. Das ist natürlich blöd. Dachte ich. Na gut, dann nehmen wir halt die Cover so mit. Jetzt kommt diese Meldung wirklich alle 15 Minuten oder so. Oder 10 Minuten. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Chisel da drüben mitnehmen. Ich dachte, da kann man jetzt so eine Saw reinhängen. Also auf jeden Fall noch ein Kloppen, aber man sieht, er kommt sehr schnell voran. Was uns natürlich zugute kommt. Beim Arbeiten. Ich hätte noch Marble reinschmissen müssen. Das mache ich aber gleich, wenn ich wieder zurückkehre. Ist ja bestimmt ein, zweimal zurück. Hätte ich auch eine Portal schon mal schießen können. Bin ja sehr froh, dass ich diese Portal Gun habe, dass ich von A nach B schneller hin. Viele haben ihren Teleport-Stuff, beziehungsweise den hat Dede ja von
genommen. Hätte ich auch nehmen können, sicher. Aber so kann ich ja auch arbeiten damit. Ich habe eine Portalgun.